Sehr geehrte Kollegin Frau Ratzel, ich weiß jetzt tatsächlich, Sie sind vielleicht jetzt auch nicht die beste Ansprechpartnerin. Sie sagen halt, was Sie denken zu diesem Antrag, das kann ich auch nachvollziehen. Natürlich wäre es eigentlich Ansprechpartner der Senat, Frau Kohlert oder Herr Henkel. Aber trotzdem muss ich nochmal darauf eingehen, was Sie jetzt hier eben gesagt haben. Erstens haben Sie gesprochen von Flüchtlingspolitik mit Augenmaß. Das ist doch eine hohle Phrase, das bringt uns doch nichts, dieser Satz. Tatsächlich ist es ja auch gut, und da sind wir uns alle einig, dass der Senat im Januar beschlossen hat, dass keine Räumung des Oranienplatzes auf die Schnelle vorgenommen wird. Aber es sind doch umfangreich Versprechungen gemacht worden. Und auf die bin ich doch eben auch eingegangen. Die Frage ist doch, was ist denn mit den 12 Menschen, die jetzt gerade akut hier in Berlin abschiebebedroht sind, plus die Dutzenden, die in anderen Bundesländern auch noch abschiebebedroht sind? Die Frage ist doch, was ist denn jetzt mit diesen Einzelfallprüfungen, die ja angeblich jetzt jeden Tag losgehen? Vielleicht sind Sie ja auch schon, ja, Sie nicken, was heißt das? Sie sind schon losgegangen, Sie sind losgegangen. Was ist mit den Einzelfallprüfungen? Der Flüchtlingsrat sagt, die bringen nichts, weil die Leute alle negative Bescheide bekommen werden. Naja, und was ist mit der Unterkunft, wo es die ganze Zeit hin und her ging, wo dann teilweise Gelder nicht ausgezahlt wurden? Was ist mit der Sicherheit des Infozeltes, das heute Morgen in Flammen aufgegangen ist? Das war auch Teil des ganzen Kompromisspaketes. Frau Ratzewil, auf all diese Fragen haben Sie jetzt überhaupt keine Antworten geliefert. Wenn Sie sagen, Sie haben die Antworten nicht, dann sind Sie wenigstens so ehrlich. Aber sagen Sie doch nichts von Augenmaß und von lassen Sie uns doch ein paar warten, lassen Sie doch warten, es waren erst ein paar Tage. Das hilft doch jetzt in der Sache nicht weiter. Das sind doch konkrete Fragen, konkrete Anliegen, konkrete Versprechungen. Und genau das ist, was nicht umgesetzt wurde und worauf wir jetzt hier antworten wollen. Vielen Dank. Möchten Sie replizieren? Bitte. Herr Reinhardt, auf eine Ihrer Fragen kann ich in jedem Fall wie folgt antworten. Lesen bildet. Und wenn Sie zum einen Herrn Chaya letzte Sitzung genau zugehört haben und auch die Aussagen von Frau Kollert im Ausschuss auf Ihre Fragen auch genau wissen, dann wissen Sie, dass die Prüfungen schon begonnen haben. Aber ich lese Ihnen das nochmal aus dem Protokoll der letzten Plenarsitzung vor. Zitat, Herr Chaya, die ausländerrechtliche Prüfverfahren für diejenigen, die auf der Liste waren, wurde begonnen. So, das heißt, das ist schon klar und selbstverständlich. Von daher müssen Sie auch manche Fragen nicht mehr immer wieder vor sich hertreiben, wenn sie sowieso schon nicht mehr aktuell sind. Und ich finde, dass Sie jetzt hier sagen, dass das hohle Phrasen sind, finde ich schon sehr übertrieben, weil Reden in einem Parlament ist doch wichtig. Und Sie haben andere Möglichkeiten, auch einen Teil Ihrer Fragen direkter auch beantwortet zu bekommen. Wir hier debattieren über einen Antrag in der ersten Lesung und meine Meinung habe ich dazu gesagt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser Senat auch die Forderung, auch einen Teil der Versprechen, nämlich eine andere Unterbringungsmöglichkeit anzubieten, auch umsetzen wird. Aber hier ist auch die Verantwortung des Bezirkes gefragt. Und das können Sie aus diesem Antrag nicht einfach herausnehmen. Das gehört Teil, das ist Teil dazu. Die Unterbringung von Menschen ist in erster Linie Aufgabe des Bezirkes. Das wissen Sie auch und von daher müssen Sie auch die Fragen richtig stellen, um dann auch gute Antworten zu bekommen. Vielen Dank.